Gleich bei TV Berlin aktuell. Ist die Flughafengesellschaft pleite? Die Wiedereröffnung der Restaurants und Highlights von Mensch at Home. Und damit herzlich willkommen zu TV Berlin aktuell. Heute hat wieder das Parlament getagt und fleißig diskutiert. Und da ging es ordentlich heiß her, denn da war ein Thema auf der Agenda, was schon seit 9 Jahren den Senat und auch das Parlament beschäftigt. Unser Großflughafen BER. Lukas Dürschel war vor Ort und fasst Ihnen die wichtigsten Punkte zusammen. Droht der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg eine Insolvenz? Um diese Frage dreht es sich die heutige Aktuelle Stunde im Berliner Parlament. Vor kurzem hatte eine Studie von 3 Wirtschaftsexperten vor einer solchen Insolvenzgefahr gewarnt. Sie bestünde, wenn die FBB nicht bis zum Jahr 2023 zusätzliche 1,8 Milliarden Euro erhält. FDP-Chef Sebastian Chaya setzte auf dieser Grundlage zum Frontalangriff auf die SPD an. Sie sollten sich wirklich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen, insbesondere weil Sie seit Jahrzehnten in dieser Stadt für dieses Chaos, für dieses finanzielle Chaos, für diesen zweiten Bankenskandal in der Stadt Verantwortung tragen. Sie sollten sich dafür schämen, wie Sie mit den Steuergeldern hier umgehen. Das waren Sie als Sozialdemokratie, niemand anderes. Sie haben das mit zu verantworten. Also jetzt hören Sie zu und setzen sich mit den Fragen auseinander, die hier anstehen. Es geht immerhin um 1,8 Milliarden Defizit und die Frage, ob diese Flughafengesellschaft perspektivisch insolvent ist oder nicht. Also hören Sie zu. Schützenhilfe bekam der FDP-Mann vom Wirtschaftsexperten der CDU, der zusätzlich das Thema Privatisierung ins Spiel brachte. Und in dem Punkt gebe ich Herrn Schreier recht. Diese finanzielle Krise, dieses finanzielle Desaster ist verbunden mit der SPD Berlin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen fordern wir als CDU heute hier an dieser Stelle endlich mindestens eine Teilprivatisierung der Flughafengesellschaft, und zwar nicht nur wegen des notwendigen Kapitalbedarfs, sondern auch, um endlich Airport-Experten, Handelsexperten an Bord zu holen. Denn dieser Flughafen ist in der Tat ein Flughafen der Geschichte, technisch, handelsmäßig und im Übrigen, wie wir jetzt auch sehen, finanziell. Das wäre die mindeste Forderung. Carsten Schatz von der Regierungspartei Die Linke verteidigte die Regierung und bezweifelte die Seriosität der zugrunde liegenden Studie. Außerdem ging er den FDP-Fraktionschef persönlich an. Zu dem sogenannten Gutachten oder der Studie. Dass wir die Auftraggeberin nicht kennen und die auch nicht transparent gemacht werden, überrascht schon bei einer Publikation, die wissenschaftlich daherkommt. Noch mehr überrascht, dass einer der Autoren sich bei einer Internetrecherche als Mandatsträger der FDP entpuppt. Und nein, auch das wird in der Publikation nicht transparent gemacht, wie es sich eigentlich nach wissenschaftlichen Maßstäben gehörte. Und der Kollege Chaya, der es ja mit der Transparenz auch so seine Schwierigkeiten hatte, der Erste war, der nach Erscheinen der sogenannten neuen Erkenntnisse dazu twitterte und wahnsinnig überrascht war. Dazu fällt mir nur der Spruch ein, der auf dem Ordensband des Hosenbandordens steht: Uni soit qui mal y pense, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wenn man kein anderes Argument hat, als eine Studie, die von Wirtschaftsprüfern erstellt worden ist, als nicht seriös abzustempeln, weil sie einem nicht in die Karten spielt, dann ist das schon eine schwache Argumentation und zeigt, wie wichtig es eigentlich auch ist, dass sich das Haus genau mit dieser Frage auseinandersetzt, weil am Ende geht es um 1,5 bis 1,8 Milliarden Steuergeld, was die FBB wohl als Finanzspritze in den nächsten Monaten benötigt. Laut den Ausführungen des Finanzsenators Kollatz sprechen aber auch inhaltliche Fehler gegen die Glaubwürdigkeit der Studie. In der Studie, die Herr Chaya zitiert, wird das operative Ergebnis für 2019, das bei 95 Millionen Euro liegt, minus 95 Millionen Euro, über das wir im Übrigen auch regelmäßig ja berichten, so viel zum Thema Transparenz, das liegt eben nicht bei minus 193 Millionen. So, aber auf 100 Millionen kommt es da irgendwie offensichtlich ja nicht an. Der Schallschutz wird über 40 Jahre abgeschrieben, darauf hat ein Redner schon hingewiesen. Das wird aber in der Studie so dargestellt, als findet das nicht statt und es wird einfach mal als Ausgabe von 370 Millionen in 2020 eingebucht. Der geplante Liquiditätsabfluss für Schallschutz im Jahr 2020 sind 34 Millionen. Die Abschreibung der 370 Millionen, selbst wenn das richtig wäre, darauf ist auch schon hingewiesen, wären knapp 10 Millionen. Also auch hier
Also auf 350 Millionen scheint es da nicht anzukommen. Also erst kommt es auf 100 Millionen nicht an, dann kommt es auf 350 Millionen an. Und dann ist es so, die Erlössituation ist schlichtweg falsch dargestellt. Natürlich ist das ja auch kritisiert worden und das hat etwas damit zu tun, dass es auch sinnvoll ist, über Flughafengebühren dazu beizutragen, dass sich Verkehrsströme richtig lenken. Und deswegen ist es auch richtig und es ist im Übrigen genehmigt, dass die Erlössituation sich an dem neuen Terminal von etwa 12 Euro pro Passagier auf künftig ungefähr 18 Euro pro Passagier verbessert. Das sind 50% mehr, also damit man auch im Kopf vielleicht mitrechnen kann, lasse ich mal die Nachkommastellen weg. Bei 40 Millionen Passagiere macht das 240 Millionen Euro mehr. Darauf kommt es aber offensichtlich auch nicht an. Und wer das dann alles addiert, stellt fest, oh Wunder, in der wundersamen Studie, die zitiert wird, landet man nicht mehr bei negativen Zahlen, sondern man landet im schwarzen Bereich. Endlich wieder ein echtes Stück Normalität in der Corona-Krise. Mit dem Thema Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg besann sich das Parlament in der heutigen Aktuellen Stunde auf sein Lieblingsstreitthema zurück. Vor allem Fraktionsvorsitzender der FDP, Sebastian Chaya, nutzte eine kürzlich veröffentlichte Expertenstudie, um einen Frontalangriff auf die Regierung zu starten. Vor allem die SPD zweifelte dann in der Folge die Glaubhaftigkeit dieser Studie an und vor allem Finanzsenator Kollatz versuchte mit konkreten Zahlen Fehler in dieser Studie aufzudecken. Nun stellt sich die Frage, wem glaubt man, den Zahlen des Finanzsenators oder dieser Expertenstudie? Da ist die Frage noch offen. Allerdings versprach der Finanzsenator Kollatz trotzdem, dass die Struktur und Strategie der Flughafengesellschaft transparent weiter überprüft werden wird. Na, haben Sie auch schon die Nase voll, immer den Tisch zu decken und selber zu kochen? Na gut, zum selber Kochen gab es ja bisher auch eine Alternative, bei seinem Restaurant einfach seine Lieblingsgerichte abholen. Doch den Tisch müssen Sie ab morgen nicht mehr decken, das macht nämlich Ihr Restaurant für Sie. Und wenn Ihnen die Decke zu Hause komplett auf den Kopf fällt, dann öffnen ab morgen auch wieder die Hotels. Ich bin zum Dachverband der Hotellerie und Gastronomie DEHOGA gefahren und habe mich dort mal erkundigt, wie es denn so aussieht mit der Öffnung und wie so die Stimmung allgemein in der Branche ist. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind sie geschlossen, die Hotels und Restaurants unserer Stadt. Eine Branche, die oft vom Laufpublikum lebt, wusste lange nicht, wie es weitergehen soll. Doch nun ist endlich Licht zu sehen. Ab morgen dürfen Hotels und Restaurants wieder öffnen. Und die Erleichterung ist groß. Also gefühlt sind wir ja seit vielen Monaten zu, obwohl das ja erst etwas über 2 Monate ist. Aber große Erleichterung nach dem Nullumsatz, vollkommen runtergefahren, große Kostenauflaufe, große finanzielle Schwierigkeiten. Ich glaube, die Branche ist gut vorbereitet. Also wir haben einen guten Handlungshinweis gegeben. Das Wichtigste ist, glaube ich, Abstand halten. Und zwar der große Appell an den Gastronomen, aber auch an den Gast. Es hilft nichts, wenn der Gastronom alles vorbereitet hat und der Gast dann letztendlich die Vorschriften nicht beachtet. Das Schlimmste wäre, wenn wir nach kurzer Zeit wieder schließen müssten. Dass endlich wieder mehr Umsatz zu erwarten ist, ist zwar für viele ein positives Zeichen, doch die Stimmung bei den Hoteliers und Restaurantbetreibern ist nicht gerade aufgeheitert. Man darf nicht vergessen, rund 10 Millionen Übernachtungen aus dem Ausland fehlen. Auch eine große Unsicherheit kommt letztendlich der nationale Tourismus schnell wieder in Schwung. Kommen die Hamburger, die Münchner, die Kölner, die Frankfurter, ich könnte noch weitere Städte aufzählen. Zurzeit bespielen wir die Stadt nur alleine, das muss man ganz ehrlich sagen. Da sind ja auch Museen, Kinos, alles Mögliche gehört ja dazu zum Tourismus, was noch nicht vollständig wieder läuft. Unsicherheit, frequentieren die Berliner tatsächlich die Gastronomen? Große Enttäuschung bei den Kneipen, die letztlich jetzt noch gar nicht öffnen dürfen. Da hätte man vielleicht auch schon mal die Außenterrassen öffnen dürfen, wo man die Abstände gut halten kann. Es gibt ja auch große Gastwirtschaften, die ausschließlich Getränke anbieten, wo man auch die Abstandsregel einhalten hätte können. Wir hoffen sehr, dass da kurzfristig eine weitere Lockerung kommt. Morgen am 15. Mai ist es dann endlich soweit. Die Tore der Restaurants und Hotels stehen wieder offen. Doch was erwartet den Gast, wenn er ab morgen ein Restaurant besucht? Ja, Sie werden sich in vielen Restaurants vorher anmelden müssen. Wenn nicht, wird es in vielen Restaurants wahrscheinlich zur Bitte kommen, sich zu registrieren auf einer Liste, also Name, Telefonnummer, dass man nachvollziehen kann, falls es mal einen Infektionsfall geben sollte, was wir nicht hoffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Mundschutz tragen.
Wir bitten auch die Gäste, vielleicht den Mundschutz aufzusetzen, bis man am Tisch platziert ist. Das wäre ein gutes Zeichen, auch ein Respekt vor den Gastronomen. Ist keine Vorschrift, aber wäre ein tolles Zuvorkommen auch den Mitarbeitern der Betriebe gegenüber. Und das ist im Grunde genommen schon fast alles. Der Gastronom muss natürlich auf Hygiene achten. Das hat er aber auch schon vorher gemacht. Also unsere Branche ist prädestiniert auf Hygienevorschriften. Die Restaurants sind also gut vorbereitet auf die Gäste aus der eigenen Stadt. Nur schläft der typische Berliner in der Regel bei sich zu Hause. Das heißt für die zahlreichen Hotels der Stadt, dass sie noch ein bisschen warten müssen auf Besucher. Denn Touristen werden vorerst erstmal ausbleiben. Da wäre es doch sinnvoll, Berlin für Berliner schmackhaft zu machen. Ja, Visit Berlin arbeitet natürlich mit Hochdruck an Aktionen, die dann wahrscheinlich auch kurzfristig veröffentlicht werden. Und Berlin ist einfach die Top-Destination in Deutschland. Also wir brauchen da sicherlich auch Werbung, aber lange nicht so viel wie andere Städte, weil wir sind die absolute Topstadt in Deutschland hier. Finde ich auch, dass wir die Topstadt sind. Kommen wir auch mal zurück nach Berlin. Nochmal abschließend, Berlin ist ja auch immer ein Ziel für Berliner, weil der Berliner kennt ja typisch immer nur seinen Kiez. Das ist ja ganz spannend, mal auch rauszugehen. Machen die Hoteliers schon irgendwas, um auch Angebote für Berliner zu schaffen? Man, ins Adlon möchte jeder mal gerne gehen zum Beispiel. Ja, da will ich noch nicht zu viel verraten. Da ist Visit Berlin, wie gesagt, an ganz tollen Ideen dran. Da wird was kommen. Das muss ja auch was Besonderes sein, weil es wäre auch nicht normal, wenn der Berliner sich jetzt übers Wochenende in ein Hotel eincheckt. Da wird es sicherlich ein ganz spezielles Angebot geben. Da werden wir auf jeden Fall gespannt sein, was da für Angebote für Berliner so erstellt werden. Unsere Raquel Crawford, die sitzt noch zu Hause und betreibt fleißig Homeoffice und präsentiert Ihnen heute einer ihrer schönsten Interviews aus der Corona-Zeit. Gilthas schreibt und produziert ihre eigenen Shows. Die absurden Wunder des Alltags zelebriert sie in ihrem Programm, die eine Vermischung von Sprachen, Kulturen, Genre, Musik, Comedy und Choreografie sind. Sie ist die Erfinderin des Denglisch. Das ist ein poetischer Mix aus Englisch und Deutsch. Gail Tufts, die Entertainerin, Autorin, Schauspielerin und Stand-up-Komödiantin, ist jetzt bei mir zu Hause bei Mensch at Home. Meine liebe Gail Tufts, danke, dass du bei Mensch at Home dabei bist. Danke, danke. Ich kann dich jetzt nicht sehen, aber das ist okay, oder? Das ist okay, wenn das für dich okay ist. Das ist toll. Hallo, my dear. Wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Ich habe sehr viel zu tun und unter anderem auch interviewe ich ja Menschen wie dich at home. Wie geht's dir denn? Fine. Ich bin gesund und munter und ich glaube, gesund ist der Hauptsache und ich probiere kreativ mit meiner Zeit zu gehen im Moment. Ja, wie lebst du? Wo lebst du in Berlin? Ich bin in Schöneberg. Wohnzimmer, mein Arbeitszimmer. Ja. Sehr beruhigende Farben hast du an der Wand. Ja, das ist, ich finde, weil ich schreibe hier sehr oft und das ist wichtig zum Schreiben, etwas beruhigend. Ich bin ein großer Downton Abbey-Fan. Und ich finde, man kann nichts Besseres tun im Moment, als Downton Abbey zu gucken. Diese englische Haus ist alles sehr ruhig und die haben sehr, sehr schöne Farben auf die Wände. Jetzt haben wir die Kamera ein bisschen ruhiger gestellt. Jetzt können wir dich auch besser sehen, Gail Tufts. Ja, wie sieht es aus mit deinem Job? Meine nächste Premiere ist Make America Gail Again für Schiller Theater. Ich schreibe jetzt. So im Grunde genommen, ich würde sowieso zu Hause am Schreibtisch sitzen. Das passt ein bisschen gut für mich. Im Moment natürlich, ich probe mit Marian Lux, mit meinem wunderbaren Pianist und Komponist, nur so. Wir machen auch FaceTime. Er spielt am Klavier, ich tippe am Computer Songtexte und ich mache Stimmübungen mit meiner Stimmlehrerin, auch genauso. Und wir gucken Woche zu Woche, wie das geht. Und wenn das Show rauskommt, wir müssen gucken, die Hoffnung stirbt. Aber die Show wird draußen kommen und es wird lustig und auch. Und wird wie immer eine Mischung aus
Geschichte, wahre Geschichte. Mhm. Nicht nur zum, ich glaube, wir brauchen nicht nur etwas zu lachen, wir brauchen vielleicht auch eine schöne Ballade, ein bisschen Tränen fließen zu lassen, mhm. weil das ist auch ein Teil unseres Lebens im Moment. Und ich probiere jetzt eine schöne Mischung von die beiden zu finden. Du komponierst auch Lieder, so wie zum Beispiel Abstand Girl? Yes, ich mag jetzt eine Kolumne, eine Art Tagebuch für Radio Paradiso. Es heißt Happy Greetings von zu Hause. Und ich mag das hier, ich schreibe. Es ist für mich, Schreiben hilft. Ich finde, ich mag das natürlich beruflich, aber ich glaube, ein Tagebuch oder ein Journal jetzt zu schreiben, weil die sind sehr besondere Zeiten, dass man das irgendwann im Herbst zurückgehen kann, das gucken und sagen, was habe ich jetzt hier gelernt? Wie war das, so ruhig zu sein, in ein bisschen reflektieren zu sein? Ich glaube, in unserer Welt heutzutage ist etwas Positives, das man finden kann. Mhm. Ich mag das. Und dann habe ich ein Lied, ich habe gedacht, was kann man tun? Man muss so etwas machen wie ein Billy Joel Lied. Ich habe Abstand, Girl, keine Sorge, ich nimm Abstand, Girl, 1,5 Meter oder sogar mehr. Ich halte Abstand beinahe everywhere, because I care, I'm an Abstand, Girl. So was. Oh, wunderbar. Sehr, sehr gut. Auf deiner Instagram-Story hattest du gesagt, wenn du in die Vergangenheit reisen würdest, wärst du nochmal zum Friseur gegangen. Das war auch süß. Ich glaube, wir haben uns alle gefragt, warum vor 2 Wochen habe ich nicht zum... Wir haben nicht gewusst, natürlich. Und ich finde, das wird sehr interessant. Meine Schwester in New Orleans hat gesagt, es wird interessant, in 3 bis 4 Wochen werden wir die wahre Haarfarbe von Arbeit. Und ich würde wissen, wie grau ich wirklich bin. Aber, oder die Kosmetikerin, mein Damenbubble, oh mein Gott. Ich sage die nicht. Die sind wirklich minimale Probleme. Hast du Angst? Ab und zu, klar. Mhm. Existenzangst, ich glaube, haben wir alle. Ich hoffe, dass Leute kommen wieder ins Theater, wenn wir fertig sind. Aber ich vertraue euch. Ich kann kaum warten, wieder Live-Theater zu sehen. Und jemanden in die Arme zu nehmen und einfach, ich glaube, ich würde jeder Fremde auf die Straße umarmen, wenn wir das dürfen. Und wieder ins Kino zu gehen und alles und wieder zum Sport zu gehen. Aber ich bin auch natürlich sehr inspiriert von einfach die Leute, die, ich bin so froh, dass ich in Deutschland bin. Ja. Ich bin so froh, dass ich Deutsch geworden bin. Ich muss sagen, vor 30 Jahren, ich habe nicht gewusst, dass das passieren wird. Aber diese Sachlichkeit, das wir haben hier, diese Bodenständigkeit, okay, man mag das, ist etwas sehr Pragmatisches und sehr Deutsches. Mhm. Die Leute wirklich halten am Abstand, nur eine kleine Familie oder wir sind zu zweit oder so, wir bleiben zu Hause. Und werden Bücher lesen. Ich finde, es ist, vielleicht lernen wir etwas hier da draußen. Ich weiß, wie oft in den letzten Jahren ich habe gesagt, oh, ich wünsche, dass ich ein bisschen mehr Zeit für mich habe. Jetzt habe ich einen Salat. So. Keine Angst, dass ich habe von dieser Krankheit und nicht von anderen Menschen. Ich bin von Grund auch ein Optimistin. Ja. Und, das spüren wir, ja. Ich glaube, man braucht das im Moment. Niemand kann das weg von mir nehmen und wir müssen einfach aufeinander denken und positiv denken, gesund bleiben, frische Luft schnappen, alle die Dinge, dass die Deutsche wirklich gut sind. Weißt du, spazieren gehen, frische Luft schnappen, an der Regel halten. Sehr schön und viele, viele Worte von Gail Taff. Aber meine lieben Zuschauer, ich habe ja euch angekündigt, dass sie die Erfinderin des Dinglish ist. Jetzt habt ihr es gehört, das Dinglish von Gail Taff. Thank you. And pass everybody to stay. Bleib healthy. That's the Dinglish way to say it. Bleib healthy, everybody. Vielen Dank, dass du bei Mensch at Home dabei warst. Mua. Danke.
Das war es auch wieder von uns. Danke, dass Sie wieder mit dabei waren bei TV Berlin Aktuell. Ich wünsche Ihnen einen schönen und gesunden Abend und wir sehen uns dann morgen wieder.